Thomas Kuhn, die nächste Beker Kirmes steht ins Haus. Wann geht's los? Nächsten Freitag, 24. August, 16 Uhr, unser neuer Oberbürgermeister, der Sören Link, wird das erste Fass anschlagen und dann werden wir eine erste Kirmesrunde drehen. Und was sind so die Besonderheiten, die wir dieses Jahr erwarten dürfen? Wir haben drei neue verpflichten können. Was ich immer wieder betonen möchte dazu ist, dass wir eben mit der Beker Kirmes auf dem veranstaltungsreichsten Wochenende in Deutschland liegen. Das heißt, wenn wir da bei der großen Konkurrenz der Veranstaltungen Neuheiten bekommen, ist das ein sehr gutes Zeichen, dass eben Fahrer- und Schaugeschäfte bei uns ganz gut ankommen. Das heißt, wir haben einmal den sogenannten Hip-Hop Fly dabei, eine Großschaukel, die die Fahrgäste noch zusätzlich neben dem Schaukeln im Kreise dreht, in mehreren Kreisen dreht. Dann als zweites haben wir dabei den Beach Jumper, der seit Ende letzten Jahres auf der Reise ist, ein Rundfahrgeschäft mit, ich glaube, 16 Armen, die sich auch nochmal auf und ab bewegen. Ordentlich Schwung, die Kiste, bedingt familientauglich, würde ich das nennen. Und die dritte Sache, wo wir bei Familien sind, der Airgate, ein früherer sogenannter Allround, ein Rundfahrgeschäft. In dem Fall umgebaut und ergänzt Richtung, nenne ich das mal, Kettenflieger. Also ganz schöne Sachen dabei. Und insgesamt gibt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 190 Geschäfte. Circa 190 Geschäfte, davon sind 17 große Fahr- und Schaugeschäfte, 12 Kindergeschäfte inklusive einer attraktiven Reitbahn und dann natürlich das komplette Programm, kirmesmäßig Imbiss, Ausschank, Verlosungen, Spielgeschäfte, vom klassischen Ball- und Pfeilwerfen über Derby, also diese verschiedenen Derby-Spiele, Verlosungen, Automatenwaren. Also eine ganze Mischung, auch Verkaufsstände natürlich dabei, wie es früher auch üblich war, dass eben große Märkte dabei waren. Und der Montag hat wieder eine besondere Bedeutung? Am Montag bieten die Schausteller über den ganzen Tag den Familientag mit Preisreduzierungen an ihren Geschäften, die recht deutlich sind, wo sich dann wirklich lohnt, mit der Familie zu kommen. Oder nicht nur mit der Familie, sondern einfach auch, da gibt man dann entsprechend weniger Geld für die gleiche Leistung aus über den Montag. Einen Frühschoppen gibt es auch? Den sogenannten Bürgerfrühschoppen, Ausrichterin da oder die Leiterin sozusagen ist die Gastgeberin, ist die Frau Daniela Stürmann als Bezirksbürgermeisterin des Bezirkes Maidrich-Beek. Die empfängt die Gäste am Sonntag auf dem Marktplatz in Beek. Zuerst ab 10 Uhr bis ca. 10.30 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter gehalten. Und dann um 11 Uhr geht es weiter mit dem Bürgerfrühschoppen auf dem Marktplatz. Und abgesehen davon, was sind jetzt so die Punkte, wo du sagen würdest, die muss ich unbedingt noch erwähnen? Der ein oder andere Geschäft natürlich in der Gesamtauswahl, der Eclipse von der Firma Korten. Da hat man auch den, wenn man möchte, nötigen Überschlag und eine Fahrt mit fast 100 Stundenkilometern ziemlich wild. Einige kleinere Sachen im Verkaufsbereich. Wir haben seit einigen Jahren auch den Herzelmacher da, wo man sich Lebkuchenherzen selbst nach Wunsch beschriften und dekorieren lassen kann. Wir haben diesmal aus unserer Nachbarschaft einen niederländischen Schausteller dabei, der sogenannte niederländische Spezialitäten bietet. Also mal ein Elektrofrikandel oder ähnliches ist dann auch im Angebot. Also es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Jetzt ganz wichtig nochmal die Daten zum Schluss. Eröffnung 24.08. 16 Uhr Wegdenkmal. Am Montag der Familientag, komplettes Programm von 14 Uhr bis 24 Uhr. Und als drittes das Höhenfeuerwerk am Dienstag, 28.08. 22.45 Uhr. Also in anderen Worten wieder volles Programm und jeder, der nicht kommt, ist selbst schuld. Ganz genau, so kann man das schließen. Dankeschön. Glück auf.